Und hallo und herzlich willkommen zurück zu GYL Spieltag 9 mit mir, Glut und den lieben Canterbury. Hi, ich grüße euch. Heute Cross Bendis. Ja, wir haben uns gedacht, wir spielen Zodiac pur. Unlimited wollten wir dann spielen, weil wir gedacht haben, das lohnt sich eigentlich. Muss noch auswählen, Schere, Stein, Papier. Aber natürlich, ich habe in der letzten Sekunde noch gemacht. Ja, okay. Du hast geschummelt, du hast nur gewartet, bis ich vorzeige. Ja gut, du spielst ja, 40 Karten. Wie ihr sehen könnt, wir spielen ja beide Zodiac pur. Aber ich habe gebrickt, ich kann nur eine Karte setzen und beenden. Gut, da habe ich doch mal was Gutes nachgezogen, dem entgegenzuwirken. Das finde ich nicht nett. Ah, okay, es war leider kein Flip-Effekt-Monster. Na gut. Ja, dann machen wir das und setzen das und das. Dann bist du schon wieder dran. Bin wirklich dann. Gibt's erstmal die hier. Das war eine Monsterkarte, kannst du mir genau ablehnen. Genau, ich darf eine aussuchen, die reingemischt wird. Na, das ist aber nicht sehr nett. Was möchtest du mir denn? Mach mal den. Der ist am gefährlichsten gerade. Was kannst du Sets haben? Jetzt. Nee. Magician. Wird aber jetzt verbannt, ne? Nein. Ja, auch den kannst du. Das ist der 1-2er, ist das. Der. Ja, der macht das, ja. Der banisht sich immer, wenn er angreift. Finde ich ein bisschen blöd. Dass der 1-2er den Effekt hat, hör. Er wird angegriffen oder greift an, wird gebanished. Aber der Antiker der Auslöschung finde ich jetzt nicht so toll. Da ist man ja nochmal ein bisschen defensiv. Red Reaper. Stimmt, die Karte gibt's auch. Wir haben gerade. Oh, das. Okay. Der Spirit Reaper ist gefährlich, weil den kriege ich sonst nicht wirklich los. Kann nicht im Kampf zerstört werden, ne? Ja. Gut. Auch eine verdeckte Karte. Finde ich aber nicht in Ordnung, dass du ein 1-9er Beatstick spielst. 1-8. Ach, 1-8. Ja, stimmt. 1-9 gab's ja nur die Elfenzwillinge. Will, genau, will ich durchgehen lassen? Bakuretsu-Rüstung oder Mirror Force? Nee. Ja, ich lässt es durchgehen, okay. Dann. Dein Zug. Ihr seht halt schon hier, das ist halt eher mal so Normal Summon und dann Pass, nach dem Angriff mal nicht so wie jetzt, dass man 10 Minuten spielt. Nö. Dazu. Jeder ist mal. Ah, ich hätte doch warten müssen, bis ich ziehe. Ah! Das ist der Moment, wo man sich immer ärgert. Naja. Gibt Schlimmeres. Wie gesagt, steht ja noch. Ist ja noch einigermaßen. Breaker. Ja, deswegen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Call noch nicht aktiviert. Okay. Weil wir haben ja MST, wir haben noch schweren Sturm. Ich glaube, das sind alle Staubtornado. Das sind, glaube ich, alle, die Zauber- und Fallenkarten zerstören können. Ja, genau. Falls euch interessiert, in der Videobeschreibung verlinke ich die Seite von der Bandlist, die wir genutzt haben. Weil ich jetzt aus dem Kopf gerade ums Verrecken nicht weiß, welche Bandlist das ist. Das ist die 2004er, aber ich weiß jetzt nicht, von wann die ist. So, ich brauche eine Karte. Ich muss leider da reinrennen. Ja. Kannst du unchain? Ja, nee, ich bin immer noch am Überlegen. Das Problem ist, so viele Wiederholungen. Das finde ich nicht in Ordnung, was du da machst. Gut, so jetzt. Mal sehen, jetzt habe ich dir die Chance gegeben, eine der beiden Karten zu treffen. Du hast recht, deswegen aktiviere ich schweren Sturm. Okay. Ich lasse mich gar nicht auf das ein. Na gut. Auf den einen Bluff, den du da gesetzt hast. Ja, dann gehe ich einfach mal angreifen.
Alter, schon echt viele Lebenspunkte haben wir verloren. 10 Runden. Also jetzt muss ich finishen, hast du gesagt. Goldform hat mindestens 10 Runden. Stimmt, ja. Mindestens. Oh, ja, und, ah ja, und nicht vergessen, aufgeben dürfen wir, glaube ich, erst ab der 10. Runde. Ich weiß es gerade gar nicht, ob das so war. Das war, glaube ich, nur so den DS-Spielen und so und den PS2-Spielen. Ja, das kann sogar sein. Riskiere ich's? Ne, ich geh mal safe. Ah! Von der haben wir sogar geredet. Ja, genau, ja. Dass die halt, dadurch, dass wir mit Errata spielen müssen, das halt einer der schlechtesten Karten einfach ist, weil man die nur einmal einsetzen kann. Und... Boah, ich hab out gezogen. Ach, fuck. 1-1 Angriff, das ist einfach too strong. Yeah. Ich sollte meine Brille aufsetzen, wenn ich so darüber nachdenke. Kann ich auch Spelltrap setzen, außer du hast ein MST hier auf die Hand geben. Gefällt mir gerade gar nicht. Du hast 1-8. Ja, nochmal so, wenn du jetzt ein Xarion Universe hättest. Ja. Gut, du hast... Ich kenne 2/3 deiner Handkarten. Ja, ich kenne leider nichts von deinen. Doch, eine. Eine? Eine, ja, genau, ja. Eine müsstest du mindestens kennen. Nö, ich pass einfach. Ach ja, und falls es euch interessiert, wir können auch keine 35 Seiten extra Deckkarten oder Fusionsdeckkarten, wie man früher gesagt hat. Weil es gab ja früher nur Fusion. Deswegen. Überwältigen. Jetzt kommt man zum Grindgame hier. Jetzt ist das Überlegen, wie man weitermacht. Okay, du bist. Aber das finde ich halt so interessant. Das stimmt. Es ist halt nicht so, ja, ich klatsch dir ein Board hin und GG. Du hast... Okay. Jetzt kommt das Pro-Play damals hier. Deswegen war sie dann auch verboten worden. Warm und wieder verdecken. Dann einfach mal angreifen. Yumi Beatdown. Ich aktiviere die Karte, für die das Format benannt wurde. Alter, nur weil er deinen Zustand anzeigt. Alter, ist nicht wahr. Gut. Oh. Dann machen wir das mal so. Ich möchte deinen Effekt haben, wenn du nichts dagegen hast. Ja, du spielst also. Ja, kannst was unchain. Oh. Oh, ach, ich kann es nicht aufdecken. Stimmt, da war ja was. Komplett vergessen. Genau, kann Kampfposition nicht ändern, ne? Ja. Stimmt, komplett vergessen. Da war ja was. Kann sie lieber aufdecken lassen. Wieder mal. Oh, beim Infecting Virus, okay. Ja, ich habe mir gedacht, ich ja. Ich glaube, möchte ich nicht. Okay. Ey, ich muss ja langsam so deine Karten rauslocken. So, und damit du keinen Vorteil generieren kannst, machen wir sie dir weg. Och, jetzt banishst du mir alle deine. Ah, ich kann mal direkt mal durchgucken, was du alles noch so drin hast. Ah, Frage. Okay. Du hast ey, es überrascht mich, dass du kein BLS drin hast. Das überrascht mich. Ach, du bist noch am gucken. Überrascht ist es ja nicht. Ach, stimmt. Ach so, das erklärt natürlich einiges. Deswegen kamst du überraschen, dass er nicht im Deck war. I call Hex. Mist, wäre noch die 1-6 durchgekommen. Mann. Der Piercing. Piercing und dafür verlierst du Angriffspunkte. Genau. Okay.
1-4. Exarion. Ja, viel Death hat, macht man einfach mal in verdeckte Verteidigung. Und. So, jetzt ist es wieder etwas auf meine Seite rüber geschwappt, aber jetzt kann wieder irgendeine Karte kommen, die alle Sender. Top 3G reicht eigentlich schon. Setzt sich so in Grenzen. Ein verdecktes. Auch nochmal plus. Ja. Warte da. Nicht der arme Sangan. Ja, und den banishen können. Ja. Ja. Merke ich gerade. Ich dachte, ich kann nur offen banishen. Na gut, probieren wir es mal so. Oh. Ah. Durch die 400 Verlust kommst du nicht drüber. Ich muss halt mal gucken, in welcher Kampfposition kann ich den holen? Du kannst vom Deck spielen. Okay. Ah, die hängt sich dazwischen. Okay. Ryokoki, der zerstört. Krieger. Ja, nachdem er gegen ihn gekämpft hat. Ne? Ja. Hat also so, obwohl, warte mal, tanzt. Warte mal. Mach mal so. Tanzt Ryokoki holen. Fuck. Ja, ich hab zu schnell geklickt. Oh. Ist egal. Das gleiche wieder. Mhm. Auch wenn er sowieso wieder in auf 1,8 zurückgegangen wäre, aber so hat er 1,9 Dev, das ist noch ein bisschen besser. Ja. Hm. Nein, schon die 23 so, ne? Ja. Ah, ich kann noch mal die. Kannst du? Ist das nicht einmal pro Duell oder? Nee, wenn sie jetzt nächstes am Friedhof fliegt, glaube ich dann. Wenn sie es nach dem Friedhof befindet, du kannst dann nachher. Ich konnte noch niemals zu Ende lesen. Oh, sorry. Ist egal. Also, ich müsste sie dann nächsten Endphase mit dir dann wenden, wenn sie noch. Auf der Hand ist. So. Dann machen wir das schon mal. Ich brauch mal ein paar neue Karten. Na gut, ich habe jetzt auch noch ein bisschen nachgezogen. Ja gut, das stimmt. Lass uns mal so. Kann schon was in der Dwarf-Fest aktivieren, aber das gefällt mir gar nicht. Oh, kein Monster auf der Hand. Nein. Aber ein Mirror Force, okay. Bonus. Da ist Ryokoki, okay. Bring. Weil du kannst deine Angriffszüge verbannen während der nächsten Endphase deines Gegners. Und bevor die. Wenn du jetzt beendest, wird's gebanished. Das ist mir egal, ich banish die jetzt einfach so. Okay. Ja, reiß ein Attribut nochmal.
Ich aktiviere eine Karte, die auf keinen Fall Plus generiert, habe ich gehört. Ja, was macht die überhaupt? Ja, das ist... Kriegiger Text, ey. Jerikoki. Bleibt an. Ich glaube, das lasse ich. Oh. Lass mich mal nachdenken. Ich würde gerne verräterische Schwerte aktivieren. Na gut. Ja, vielleicht spiele ich die... Händler. Komm, kein... Ah! Oh. Kein Topfwege hier. Schon. Dann dich set. Und einfach, weil ich es kann, auch dies set. Du bist. Okay, einen davon ist Mirror Force. Komm mal. Mach mal die. Ah, gut. Okay. Ja. Schade. Also jetzt musst du dann plus 1 generieren, kurz. Ich glaube ja, ich muss machen, was Gutes. Dass du nicht auf die Idee kommst, deinen Effekt zu nutzen. Ja. Wäre langweilig, wenn sonst. Ja, das Problem ist, ich wollte den magischen Händler auch main spielen, aber der hat einfach irgendwie nicht reingepasst. Frage, was mache ich jetzt hier? Okay, hat 2000 Death, du hast noch theoretische Schwerter und einmal Mirror Force hier liegen. Und Spiegel? Nee, Spiegel. Hattest du schon Mirror Force nicht, oder? Nee. Ich hab die ganze Zeit aufbewahrt. Nee, war eine Sakuretz Rüstung, sorry. Und noch eine verdeckt. Gut. Frisch dazugekommen und verdeckt werden. Das kann schon mal. Auch Mirror Form. Nein, Bluff erwischt. Ah. Oh. Ja gut, dann ist das ganz außen die Mirror Force. Und die neue Karte kenne ich nicht. Ich kann dich ja noch Deck Out spielen. Das kannst du ja. Ich liebe es, dass man verräterische Schwerter aktivieren muss. Eigentlich hat mir mein Ryokoki sehr gefallen. Ich würde ihn gerne wieder haben. Wenn es geht. Falls du den in Bell S holen kannst. Ich weiß nicht, wie du ihn wiederholen kannst, aber. Ja, ich glaube, ich krieg ihn nicht wieder, also. Nein. Ich habe einen Death Pro Error. Und da sind wir auch wieder. Das erste Duell ging an Canterbury. Weil er Schnappstrahl und den Virus auf der auf dem Feld hatte. Und ich hatte. Ich glaube, wir haben das Reaper immer durchgegangen und sind dann zu den Menschen gekommen, dass es dann so laufen wäre. Es wäre nicht möglich für mich gewesen, das Duell noch zu drehen. Wir haben erstmal gedacht, ich hätte durch Decktod gewinnen können, aber durch einfach, dass er Schnappstrahl und den Virus Set hatte, wäre das Duell ausgegangen. Virus, ich Raigeki-Brecher. Er Schnappstrahl. Ich hätte dann direkt daraufhin die Mirror Force spielen müssen. Und ja, so wäre das Duell halt gelaufen dann. Und dadurch ging der erste Sieg an. Die Battle Phase war... Awesome. Ja, das... Random... Hey. Ich frag mich wirklich, was... Na, scheiß drauf. Wenn es eine Sakuretz-Rüstung und eine Spiegelkraft ist, ist mir doch egal. Ja. Muss, weil ich will keine Handkarte verlieren. Jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt ist noch zu früh. Jetzt nicht, nee. Ich warte, dass ich sie loswerden will, ja. Perfekt. Ja.
ausgeglichenes Feld. Zwei Friedhof, zwei auf dem Feld. Probieren wir es einfach nochmal mit dem. Ach, noch einer. Ja gut. Der war ist auf drei, warum nicht? Ja. Immer noch. Ja. Ach, oh, eine Metamorphose, Gott. Das ist gut. Ein bisschen was ändern. Ach, immer die. Ey, warum spielst du die Scheiße? Plus eins. Drei Set Endphase. Ey, so, sogar das. Jetzt hast du schon zwei meiner zerstört. Hm, ja. Darf er? Ja, er darf. Er darf. Ob er jetzt noch darf, mal sehen. 1-6 ist in Ordnung. Okay. Falls ich die Pyramidenschildkröte ziehe. Ist okay. Kommt der dritte Spirit Reaper, ne? Das wäre unglaublich lustig, aber der würde wahrscheinlich nicht so lange auf dem Feld bleiben. Ich bin da wirklich am Überlegen. Oh, die. Ja. Ja. Ich bin nur am Überlegen, was ich wegtue. Na komm. Der blöde Virus kann weg. Ja, also Spirit Reaper wiederholen, habe ich gehört, wäre eine gute Idee. Ja. Könntest du. Sangan for Game oder was? Ja, natürlich Sangan for Game. Hier. Bam, ich aktiviere Instant Super mal 8. Okay. Achtfachung. Achtfachung. Okay, er will trotzdem rein, er will den Search bekommen. Sucht er sie Spirit Reaper oder hast du ihn wirklich auf der Hand gehabt? Nee, da hat er mir den Schildkröte. Okay. Ja, kann ja nicht schaden. Ah ja, ich sollte in die Main Phase 2 gehen. Solltest du ja. Ja. Ich möchte ja nicht, dass du einfach reinrennst und dann eine Karte wirfst und sagst, Zombie. Wäre ja langweilig. Das stimmt. Wenn ich, ja genau, wenn ich reinrenne, holst du einen Zombie, dann könnte ich ja, theoretisch. Ja, und. Weißt du was? Mir gefällt das eigentlich. Ein Schnappstrahl. Ach ja. Nichts geht über den guten alten Schnappstrahl. Vielleicht hätte ich meine Karte auf Hand lassen sollen. Lass mal reinrennen. Ja gut. Ja, musst halt was searchen, ist halt auch ja. Scheiße. Ach ja. Was suchst du dir denn Schönes? Magier des Glaubens, finde ich nicht in Ordnung. Aber ja. Den Schaden, den ich mal mit meinem Sangan hätte machen wollen, schenke ich dir wieder. Okay. Ach, das ist gut, erfrischend. Naja. Was kann da bloß verdeckt sein? Aber echt mal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, mach du. Komm, ich lock jetzt dir die Mirror Force raus. Komm, du willst es doch auch. Ach. Jetzt wird das. Snatchen wir uns nochmal unseren Pot of Greed. Ja, okay. Bin gerade am Überlegen. Aber weißt du was? Ich finde das echt scheiße, dass du plus gehen willst. Komm, lass uns beide plus gehen. Ah. Ja. Fuck, ey. Jetzt hab ich hier meinen schönen Pot of Greed durch, Mann. Hast du wahrscheinlich nachgezogen. Nein, ich habe was Wichtiges erstmal. Irgendwann mein Spirit Reaper wiederholen. Ich möchte dein Licht-Target banishen. Nicht, dass du auf dumme Ideen kommst oder so. Wie zum Beispiel, BLS oder BLS so. BLS zufälligerweise, ja. BLS zufälligerweise, ach.
Schön. Ich aktiviere Schnappstrahl. Damit erhältst du 1000 Lebenspunkte. Ja. Jetzt die Mutschallergie. Finde ich nicht in Ordnung. Warum kann Schnappstrahl nicht haben, wenn das ausgerüstete Monster und so, das ist blöd. Ich frage mich, warum du Zombie gewählt hast. Ja, also Kälte wäre vielleicht eine bessere Variante gewesen, aber ja, kann ich alles sagen. Aqua. Bitte, Aqua wäre die bessere Variante gewesen. Ja, das auch wieder. Nein, meine verräterische Schwerter. Dann probieren wir halt was anderes. Kreaturentausch. Gut. Siehst du, Fels wäre besser gewesen. Hast du, dein Monster gefällt mir halt so sehr. Was hast du denn im Grave? Eigentlich nichts, was mich interessiert. Komm, die 900. Ist ja nix. Außer du willst unbedingt den Krug behalten. Ja gut, ist ein Geschenk von mir auch, ja, aber... Ich hätte jetzt echt erwartet, dass du einen Verwandlungskrug setzt. Nee. Einfach um 5 neue zu ziehen. Sind die Handkarten wohl zu gut? Aber richtig. Nein, eigentlich hast du Dings da, der Adliger der Auslöschung, und willst dein Stämmevirus einfach so töten. Oder du hast einen Beatstick mit mehr als 1000. Finde ich zwar jetzt eher unrealistisch, aber... Habe ich schon mal I gesagt? Natürlich. Einmal die setzen. Ich glaube, die Hand. Set. Toll. Da ist er wieder. Ja, der gute alte Freund. Reißen Attribut? Ja. Okay. Ja, ein Pyramidenschild gerade dabei gewesen. Waren das schon drei jetzt oder hast du noch einen? Das waren glaube ich alle drei, oder? Ja. Eins, zwei. Nee, waren sogar nur zwei. Einer ist noch da, okay. Einer ist noch still alive. Na gut, beim Zombie-Monster so lebend zu sein, ist halt auch etwas vage, aber. Es hört einfach nicht auf mit dieser Karte. Ehrlich. Wiedergeburt! Warum nicht? Ja, das wird und noch eine Karte bei mir banishen. Ja. Komm, das Zwillingsmonster bitte. Oder auch nicht. Machst du so oder so Schaden, dann will ich dieses was hier Monstern haben. Ja, ich mach keinen Schaden. Ah, nee, stimmt, der macht gar keinen Piercing. Ja, ich war gerade bei Piercing Damage. Okay. Na gut, dann war's ein gutes Play. Jetzt kommt irgendwie. Nee, das gibt's ja nicht mehr regieren. Blitzeinschlag, oder? Habe ich gesettet gerade. So, endlich kommt mal das Monster, worauf alle gewartet haben. Ich weiß nicht, wäre es nicht sinnvoller gewesen, einfach mein Monster zu setzen, statt mit 300 anzugreifen? Obwohl, du kannst ihn ja setzen. Genau, ich könnte ihn dann setzen, dann ist der Monster weg. Zum dritten Mal. Nee, zum vierten Mal. Das ist ja schon mal ein paar Mal wiedergekommen. Ja, das gute alte tausendäugige Opfer. Was für ein Opfer war das? Einfach nur zum mal an. Guck mal, ob Mirrorforce ist. Nein, kein, okay. Bitte, das Viech hat nur 300 Angriffspunkte. Kann ich noch einen 3G-Ki? Ich kann noch einen 3G-Ki-Brecher irgendwann mal nachziehen. Ja, gut, das stimmt. Jetzt zum Beispiel. Eigentlich habe ich Raigeki Main drin. Und wieder Angriff. Nein. Ja.
Komm, damit deine Adlige der Außerschutz sich auch mal aktiviert. Komm, die hast du doch sicher set oder auf der Hand. Komm, du spürst es doch. Du willst es. Ja, machen wir das. Oh. Du klaust mir einfach nur mein Monster. Holen. Okay, dann greifst du halt mit 0 an. Ja, das stimmt auch wieder. Nee, lass mich mal. Ich wollte nur der Monster haben. Ich kann das nicht noch. Das sieht überhaupt nicht aus. Nein, doch. Da fällt und da verdeckt. Okay. Aber so habe ich mein eigenes kleines Snatch-Stil. Ja, ich bin gerade halt nur am Überlegen, was. Ich will das eigentlich nicht machen, aber ich muss. Oh no. Was ist das? Hexer. Der wirft natürlich noch Faith auch noch ab für die Karte. Ja. Und oh. Tschüss. Ja gut. Sagen wir so, mein Monster wäre ja sowieso drauf gegangen. Ah, ich muss ja selber verdecken. Kann er keine Tokens verdecken. 1-4, okay. Ich brauche jetzt was mehr, mit mehr als 1-4 jetzt, bitte. Bild Reaper, komm. Bild Reaper ausgerüstet mit Megamorph, dann würdest du drüber kommen, weil der... Nee, hat er nur 600, Mist. Nein, scheiße. Aber der Vorteil ist, wenn du ihn aufdeckst, musst du ihn wieder setzen. Ich muss erstmal ein anderes Monster spielen. Ja gut, Paschat geht Paschat. Natürlich auch, aber... Ich glaube, der was rauslockt von dir. Ja gut, aber auch nur, weil ich kein, weil ich nicht will, dass du Karten ziehst. Ja gut, dann mach mal weiter. Ja. Magic Zylinder, das waren richtig gute Karten zu der Zeit. Hier, plus 1! Oh. Macht er wieder einfach... Geh mal nicht plus hier, ey. Du durftest vorhin nicht machen. Ich hab mir. Ja, ey, bitte, es war ja ein höheres Plus, was ich dir gegeben habe. Stimmt, aber ich hab Karten verloren. Hey, ich ja auch. Wow. Ey, ich hasse DevPro. Ich hasse DevPro dafür einfach. Ich hab wieder einen Error. Und willkommen zurück, nachdem wir wieder den zweiten Duell auch noch abgestürzt ist. Sind wir wieder durchgegangen. Und ich hätte nach, glaube ich, 4-5 Runden verloren. Nach meinen Top-Decks. Weil die Pyramide wäre durch Spiegelkraft down gegangen. Und ja, und der Rest wäre dann halt, irgendwann wären dann Sündenböcke gekommen. Irgendwann dann Metamorphose und hätte nichts geändert dadurch, dass ich einmal während... Welches Monster hättest du, das Piercing Damage gemacht hat? Ja, Exarion. Wir hätten das. Irgendwann lief das Duell rauf. Ich hätte 4 Sündenböcke. Ne, 4 oder 3 gehabt. Und du hättest mit denen halt immer wieder angegriffen. Ja. Und ich hätte. Halt vorher dann halt Heavy Storm noch aktiviert, den in der nächsten, übernächsten Runde nachgezogen hätte, hätte halt dein Mirror Force und deine andere Trap dann noch geschossen. Ja, und ich hätte dann halt keine Verteidigung und hätte dann in der Runde, in dem er angreift, zweimal Tributmonster gezogen und das hätte dann nichts Großartiges gemacht. Hätte ich Kartenzerstörung dann bei den beiden Monstern gespielt, hätte ich, glaube ich, den Vampirlord und noch eine Karte nachgezogen. Vampirlord und Magician of Fate hättest du nachgezogen. Die wären auch nicht da gewesen. Ist egal. Es und ist mit so. Mit Magician of Fate hatte ich halt dann noch einen Nobleman auf der Hand, der links headed hätte. Ja, deswegen, das Duell geht halt 2-0 für Canterbury. Es wäre zwar schöner gewesen, wenn DevPro sich nicht gedacht hat, hey, lass doch mal abschmieren. Aber auf jeden Fall war es ein schönes Duell, wenn es leider immer abgestürzt ist, aber es war bis dahin, hat es auch Spaß gemacht und sagen wir so, schon nach 3 Runden vorbei sind. Ja, sagen wir es so, wir werden wahrscheinlich den längsten Part haben. Außer irgendjemand krebt da auch noch irgendwie tiefer in die Kiste. Ja, so manche, ich glaube, so manche Mirrors, die noch kommen können, vielleicht Necros oder sowas, wenn die sich gegenseitig alles um die Ohren werfen könnten, natürlich auch Necros, Deckwurz, Drachenherrscher, ja. Was haben wir denn noch? PP.
Weiß ich, doch, Pepe darfst du sogar spielen. Ja, aber ich darauf halt hätte ich keinen Bock gehabt, weil das ist einfach zu broken, ganz ehrlich. Ja, deswegen Crossband, das scheiß drauf. Klatscht ja, dir halt ein bis zwei Infinities irgendwann hin. Ist doch egal. Deswegen, das ist jetzt der Ende. 2-0 für Canterbury. Pro, ne? Ja, wir waren am überlegen, ob wir es jetzt nachspielen, aber so nach wie viel? 24 Runden oder so. Irgendwann geht die Lust dann doch flöten. Ja. Deswegen. Es ist zweimal bei mir abgeschmiert. Wir sind extra nochmal durchgegangen, ob ich irgendwas gerissen hätte noch in den Runden, aber wäre nichts gekommen. Und deswegen geht es 2-0 für ihn und ich hoffe, guckt die anderen Spieltage. Außer ihr mögt kein Meta, dann lohnt sich das nicht, weil es sowieso wahrscheinlich nur Meta Kloppe ist. Und wir sehen uns nächste Woche. Schaut beim Canterbury vorbei. Eigenwerbung bei mir. Guckt da auch meine anderen guckt auf meine anderen Projekte, die nicht unbedingt Yu-Gi-Oh! Sind. Genau, schaut mal bei ihm vorbei, der hat gute Videos, der Junge. Ja. Pokémon, Junge. Ja, das war was anderes. Das ist was anderes. Und Trouble in Terrorist Town, aber da weiß ich gerade nicht, ob da was Aktuelles hochgeladen wird. Weil das ist so ein Projekt, das lade ich hoch, aber. Naja, kann ja immer nochmal werden, wieder, ne? Ja, wenn man wieder eine Aufnahmesession mal läuft. Ja. Also deswegen schaut auch beim Canterbury vorbei. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt, aber. Wir sehen uns dann nächste Woche auf jeden Fall zum nächsten Spieltag in Tier 1, wo, Spoiler, ich werde sicher kein Tier 1 Deck spielen. Ja, mal sehen, ob ich das mit meinem Gegner auch abklären kann, weil irgendwie macht das vielleicht mal mehr Spaß, mal andere Decks noch zu sehen, als immer die gleichen. Ne? Ja, wahrscheinlich Zodiac pur. Ja, also, ja, ich spiele ein ganz anderes Deck, ich spiele dann irgendwas anderes Zodiac-mäßiges, aber ist das anderes als Zodiac pur, muss man schon mal sagen, ne? Ja, du guckst den Gegner dabei zu, wie er was anderes, die Zodiac-Plays macht und dann mal ein bisschen anderes danach. Ja. Deswegen, wir beenden jetzt den Part, wir können gleich noch weiter quatschen privat und deswegen sehen wir uns. Bis dahin, ciao. Auf Wiedersehen.